Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Ringvorlesung Uncreative Digital Writing. Mein Name ist Simon Meyer-Vieracke, ich bin Professor für angewandte Linguistik an der TU Dresden und ich freue mich sehr, dass ich diese Ringvorlesung zusammen mit dem Schaufler Lab der TU Dresden organisieren darf. Ich möchte in diesem Einführungsvideo kurz das Thema vorstellen, mit dem wir uns beschäftigen wollen und dann auch noch einen Vorausblick auf das Programm geben. Ja, worum soll es also gehen in der Ringvorlesung Uncreative Digital Writing? Schon im Veranstaltungskommentar war ja die Ausgangsüberlegung umrissen. Wir können an allen Orten sehen, dass digitale Technologien ganz grundlegend unsere Praktiken des kreativen Schreibens prägen und in den letzten Jahren auch verändert haben. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Verständnis von so Dingen wie Textualität, Autorschaft und Kreativität. Denken wir an Algorithmen der automatischen Textgenerierung, dann ist es also möglicherweise gar nicht mehr nur der einzelne Mensch, der kreativ ist, sondern Algorithmen unterstützen uns dabei. Was heißt das für sowas wie Textualität? Wer ist Autor solcher maschinell unterstützten Texte und was heißt es überhaupt im Umfeld von solchen digitalen Technologien, kreativ zu sein? Und wir können insgesamt feststellen, dass es viele, viele Jahre lang doch eher Skepsis gab gegenüber solchen Technologien, gerade aus der Ecke des kreativen Schreibens. Und das beginnt sich aber in jüngster Zeit ganz grundlegend zu wandeln, dass man doch einen viel optimistischeren Blick hat auf diese Technologien und sie wirklich in Dialog zu bringen versucht mit Techniken kreativen Schreibens. Und wir können das mal an zwei Beispielen durchspielen. Ich fange an mit der Hochschullehre. Setzt sich mehr und mehr die Sichtweise durch, dass wir digitale Technologien nutzen können und auch sollten, um den Prozess und den Wert des Schreibens als solchen zu vermitteln. Und zwar auf eine spielerische Art und Weise. Ja? Also ein spielerisch kreativer Umgang mit diesen Technologien vermittelt uns ein gutes Bild davon, was es überhaupt heißt, zu schreiben. Einmal ganz losgelöst von den Ergebnissen. Und das heißt, dass sich auch der Blick zunehmend verschiebt von dem, was man klassischerweise die Bedeutung des Textes nennen könnte, hin zu den digitalen Aspekten, die ihn umgeben. Es ist also gar nicht mehr so relevant, ob jetzt das geschilderte Sujet tatsächlich so wahnsinnig neu ist und kreativ, wenn wir mit diesen Technologien schreiben, sondern der Blick wird vielmehr auf die medialen Rahmenbedingungen gelenkt. Ja, und das soll dann auch dazu führen, dass wir insgesamt digitale Texte als Facetten eines größeren sozialen und kulturellen Ökosystems begreifen, in dem Digitalität und digitale Technologien natürlich eine ganz prägende Rolle spielen. Ja, also das mal ein Beispiel, wie so eine optimistische Sichtweise aussehen kann. Ein zweites Beispiel kommt aus der Literatur. Wenn wir an die prädigitale Zeit denken und wir an sowas wie persönlichen Stil von Schriftstellerinnen denken, dann ist eigentlich das immer dasjenige gewesen, was das grundlegende Prinzip von Autorschaft ist. Ja, also was zeichnet Autorschaft aus? Die Fähigkeit, einen eigenen persönlichen Stil zu entwickeln. Und das löst sich auf zunehmend im Zeitalter von digitalen Technologien, weil die Schreibumgebungen unser Schreiben prägen und auch auf eine Art uniformieren, weil wir, wie gesagt, solche Textgenerierungstools nutzen, sowas wie Rechtschreib- und Grammatikprüfungen, die allgemein dafür sorgen, dass sich sowas wie ein persönlicher Stil mehr und mehr in eine Gleichförmigkeit auflöst. Und es gibt ein ganz tolles Projekt, was Creative Incorporation heißt, von John Florio geleitet. Und dieses Projekt setzt genau an dieser Stelle an. Was wird in diesem Projekt gemacht? Das ist ein Schreibprojekt. Da werden Schriftstellerinnen, die medienaffin sind, die sowieso mit neuen Medien experimentieren, dazu eingeladen, schreibend über ihre Auseinandersetzung mit der Kreativität anderer Schriftsteller zu reflektieren. Ich möchte dazu aus der Projektbeschreibung zitieren: The aim is to understand the ways
in which digital technologies are making possible new modes of creativity, as well as the tensions that can arise as practices of creative thinking merge with practices of publishing, of distribution, of accessibility. Ja, machen wir uns klar, dass digital verfasste Texte wesentlich einfacher publiziert werden können. Die müssen nicht erst zum Verlag gebracht werden, gedruckt werden, ausgeliefert werden. Nein, ein Klick und zack, das ist veröffentlicht und auch potenziell in alle Welt distribuiert, ist für alle Welt auch sofort zugänglich. Und diese gesteigerte Zugänglichkeit ändert natürlich auch insgesamt die Art und Weise, wie wir diesen kreativen Schreibprozess als Ganzen angehen. Ja, also das wäre das zweite Beispiel, wie im Bereich von Literatur digitale Technologien ganz neue Facetten von sowas wie Kreativität aufmachen. Okay, und nach dieser kurzen Einführung möchte ich alles, was ich bisher gesagt habe, einklammern und Ihnen zeigen, wie ich vorgegangen bin. Ich habe nämlich alles, was ich Ihnen präsentiert habe, gar nicht selber geschrieben, mir gar nicht selber ausgedacht. Und jetzt sind wir beim Thema unkreativem Schreiben. Was habe ich gemacht? Ich habe InfoKit-Demo aufgerufen. Das ist eine Webseite, wo Sie ein neuronales Netzwerk ansteuern können, welches einen berühmten Task der Textgenerierung erfüllt, nämlich Text Completion. Sie können hier, können Sie selber ausprobieren, InfoKit-Demo, da können Sie dann einen beliebigen Text, Englisch sollte er sein, eingeben, Sie drücken auf Generate Text und dann wird der automatisch ergänzt um die Länge, die Sie hier angeben können. Und das habe ich gemacht. Ich habe hier also die ersten zwei Sätze aus der Kommentar aus der Lehrveranstaltungsbeschreibung da eingegeben und habe dann ergänzen lassen. Was Sie hier in hellblau sehen, ist das Ergänzte. Und hier sehen Sie jetzt hier Personal Styles, Difficult to Discern, was ich gesagt habe. Und dann We're launching a project called Creative Incorporation, wo es dann geht, Writers who are experimenting with new media to write about how they're engaging with the creative processes of other writers. Das hat mir also der Algorithmus abgenommen. Was habe ich dann gemacht mit diesem Text? Ich habe ihn bei DeepL eingegeben. Maschinelle Übersetzung, habe ihn ins Deutsche übertragen. Diesen Text habe ich mir dann rauskopiert und habe versucht, auf dieser Grundlage die Slides zu bestücken. Und das Ergebnis haben Sie gerade gehört. Da musste ich ein bisschen umformulieren, natürlich ein bisschen paraphrasieren und so, dass es eben gut in dieses Format Vorlesungseinführung passt, aber daher kam der Text und die Zitate sind natürlich auch keine echten Zitate, sondern sind Output von DeepL und InfoKit. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie die Texte insgesamt aussehen, die ich präsentiert habe, auch zum ersten Beispiel über die Hochschullehre, können Sie das auf dem vorlesungsbegleitenden Blog unter diesem Link hier nachlesen. Ja, und, dieses Fallbeispiel, mit dem ich Sie jetzt ein bisschen an der Nase herumgeführt habe, wirft natürlich eine ganze Reihe von Fragen auf. Wer schreibt hier eigentlich? Natürlich auf eine Art ich, also die Slides habe ich geschrieben, aber da stecken noch mehr Leute dahinter. Aber wer ist das eigentlich? Ist es die Maschine? Ist es das neuronale Netzwerk? Sind es die Personen, die das programmiert haben? Sind es die Personen, die die Texte geschrieben haben, die in den Trainingsprozess des neuronalen Netzwerks eingegangen sind, also die das Ausgangskorpus sozusagen produziert haben, oder möglicherweise alle zusammen sind kollaborativ AutorInnen der präsentierten Texte. Wir können uns dann auch die Frage stellen, wenn wir mal davon ausgehen, dass hier wirklich was Neues präsentiert wurde, und das können wir, glaube ich, schon sagen, wessen Ideen sind es eigentlich? Also wer ist hier eigentlich kreativ? Und das hat ja auch zum Beispiel Auswirkungen auf die Frage, wer hat eigentlich das Urheberrecht auf die hier entwickelten Ideen? Also das Creative Incorporation, dieses Szenario, was ich hier John Florio zugeschrieben habe, ein Renaissance-Schriftsteller übrigens, würde ich ja gerne mal umsetzen. Ja? Klingt interessant, warum eigentlich nicht? Und die Frage ist nur, kann ich das wirklich machen oder gibt es die Idee nicht möglicherweise schon von irgendjemand anderem und sie ist irgendwie über den Algorithmus in diese Textgenerierung reingerutscht?
Und ich habe ja hier gezeigt, wie hier maschinelle Textgenerierung, maschinelle Übersetzung und dann menschliche Paraphrase ineinandergreifen. Wo hört eigentlich Maschine auf und wo fängt Mensch an? Und kann man das überhaupt sagen, dass es hier klare Grenzen gibt oder ist es nicht vielmehr wirklich ineinander verwickelt? Ja, und genau das sind die Fragen, mit denen wir uns in dieser Vorlesung beschäftigen wollen. Der Titel Uncreative Writing, den habe ich geklaut. In bester Uncreative Manier von diesem tollen Buch von Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing, Managing Language in the Digital Age, in der Übersetzung bei Matthes und Seitz erschienen. Ganz tolles Buch, kann ich Ihnen allen unbedingt empfehlen. Goldsmith geht von dem Grundgedanken aus, dass wir solche Praktiken haben wie Copy und Paste, Plagiieren, Samplen, Remixen bestehender Texte. Also Dinge, die eigentlich gerade auch in der Wissenschaft und im akademischen Milieu doch eher nur mit gerümpfter Nase wahrgenommen werden, was sogar teilweise systematisch verboten wird. Er lenkt den Blick darauf, dass das natürlich ganz wichtige digitale Schreibtechniken sind. Und es sind auch etablierte Umgangsweisen mit digitalen Texten. Natürlich konnten wir auch früher schon abschreiben und neu zusammenstückeln, aber wir wissen alle, wie einfach es geworden ist. Gerade Copy-Paste, Steuerung C, Steuerung V, Steuerung X, Steuerung V und Steuerung A, Steuerung V. Solche Dinge können wir ganze Texte im Sekunden, also mit wenigen Klicks in Sekundenbruchteilen plagiieren, verändern, manipulieren. Und wir tun das auch laufend. Wenn wir digitale Texte produzieren am Computer, machen wir das ganz häufig, dass wir Textteile verschieben, anderes reinpacken, wieder rausschmeißen, umsortieren. Ja? Und genau diese digitalen Schreibtechniken, umgangsweise mit digitalen Texten, die wendet er nun ins Kreative. Richard Rogers hat das in anderem Zusammenhang ein Repurposing genannt. Da gibt es also ins Medium eingelassen oder an sie angeheftete Techniken und Praktiken, die wir aber für was ganz anderes nutzbar machen. Und Goldsmith zeigt das, wie wir diese digitalen Technologien für künstlerische Kontexte verwenden können. Also es werden künstlerische Texte produziert mit Praktiken, die eigentlich maximal unkreativ sind. Sowas wie Copy-Paste, sowas wie Reihenfolge einfach umändern, automatisch sortieren oder ähnliches. Aber natürlich kommt auf eine Art was Neues dabei raus, was aber gleichzeitig nicht neu ist. Und darüber lohnt es sich sehr nachzudenken, auch aus einer sprachwissenschaftlichen und einer literaturwissenschaftlichen Perspektive. Tolles Buch, kann ich unbedingt empfehlen. Das Buch heißt Uncreative Writing, beschäftigt sich sehr viel tatsächlich mit digitalen Texten, aber speziell das digitale Schreiben habe ich in den Vorlesungstitel mit aufgenommen, weil ich mich noch an eine andere Tradition anhängen möchte, die durch ein Buch repräsentiert ist, das Henning Lubin geschrieben hat, Engelbarts Traum. Darin behandelt Lubin die Kulturtechnik der Schrift, beziehungsweise die dranhängenden Praktiken und Techniken des Schreibens und des Lesens und weist darauf hin, dass diese ja uralte Technik, seit es Menschen gibt, quasi gibt es Schrift, zumindest seit wir Zeugnis von Menschen haben, gibt es Schrift oder zumindest Schriftähnliches. Und das ist natürlich heute nahezu vollständig von Prozessen der Digitalisierung überformt. Also, dass wir wirklich völlig analog schreiben und dann auch lesen, das kommt doch auch im Alltag extrem selten vor und im beruflichen Kontext, im Studierendenkontext eigentlich gar nicht mehr. Und es gibt so ein paar Phänomene, die man sich wirklich klar machen muss, die fast so selbstverständlich geworden sind, dass man sie nicht mehr sieht. Aber wir müssen es uns klar machen. Was heißt das zum Beispiel? Wir schreiben fast ausschließlich tippend und das heißt, dass wir lesend schreiben. Ja? Wir lesen Tastaturen auf dem Touchpad oder auf der Tastatur. Wir lesen also die Buchstaben, die wir dann durch Drücken schreiben. Oder wir schreiben, indem wir mit Maschinen sprechen, Spracherkennung, Siri und so weiter. Und das ist doch sehr weit entfernt von dem ursprünglichen handschriftlichen Schreiben.
was auch in der Schule nach wie vor in den allermeisten Fällen zumindest als erstes vermittelt wird. Unsere Texte, zweites Phänomen oder zweiter Aspekt, unsere Texte, wenn wir sie digital repräsentieren, sind repräsentiert als eine Kombination von Text- und formbestimmenden Markups. So funktioniert digitaler Text in Formaten wie HTML, XML, aber auch Word-Dokumente sind inzwischen so. Damit Sie sehen, was ich meine, in einem gedruckten Text finden Sie es so wie hier in der ersten Zeile, das Wort wird kursiv gesetzt und dann hat man eben in die Druckplatten die entsprechenden Kursivlettern, in diese Blei, weiß nicht genau, wie die heißen, eingespannt und dann wird das eben gedruckt. Bei digitalen Texten ist das anders. Da haben wir es so repräsentiert, wie Sie in der zweiten Zeile sehen können. Da haben wir den P-Tag, der steht für Paragraph und alles, was in dem E-Tag ist, erscheint dann kursiv. Wir haben ja also eine radikale Trennung von Form und Inhalt in der digitalen Repräsentation im Hintergrund, was wir auch aufrufen können, an der Oberfläche, wie es aber auf den Screens angezeigt wird, wie es ins Visuelle übertragen wird, haben wir dann doch wieder diese Amalgamierung von Form und Inhalt. Aber es ist theoretisch voneinander ablösbar und das ist etwas, was genuin digital ist. Unsere Texte, die wir schreiben, sind teilautomatisiert. Und manchmal auch ganz automatisiert. Wir alle kennen solche Phänomene, wenn Sie Google nutzen und Sie schreiben in die Suchzeile, wie wird man, werden Ihnen hier verschiedene Fortsetzungen vorgeschlagen. Und Sie kennen vielleicht auch das beliebte Spiel, dass man die Vorschläge, die einem das Smartphone beim Schreiben von Messenger-Nachrichten macht, dass man die einfach mal annimmt und so sich automatisiert Texte produzieren lässt, mal gucken, wohin das führt. Beliebtes Spiel. Ich habe das mal gemacht mit unkreatives digitales Schreiben und dann schlägt mir dann das Smartphone vor, von der Uni ist der erste Satz der Welt und ich habe mich sehr über die Zukunft der Welt gemacht. Ja, es klingt ein bisschen absurd, aber ja, warum nicht? Warum nicht das mal als kreativen Text begreifen und jetzt kann man lange darüber grübeln und in die Interpretation einsteigen, was das wohl bedeuten mag. Weiterhin sind wir im digitalen Hypermedium World Wide Web von riesigen Textmengen und auch Quelltextmengen umgeben. Mehr Text, als es sich Menschen im prädigitalen Zeitalter zu träumen gewagt hätten. Nur mal ein Beispiel, die Wikipedia, riesige Enzyklopädie in fast allen Sprachen der Welt verfügbar. Und wir können natürlich auch uns den Quelltext anzeigen lassen. Also nicht nur das, was wir als Nutzer normalerweise am Screen sehen, sondern wie es eben im HTML-Code hinterlegt ist. Und Sie sehen hier den Header, also das, was überhaupt nicht wirklich in die sichtbare, im Browser dargestellte Textgestalt schafft, sondern was nur Metadaten enthält, die aber wichtig sind für die Verarbeitung. Aber es ist eben textbasiert. Auch das sind Arten von digitalen Texten, mit denen wir umgeben sind. Wir haben natürlich im Internet nicht nur Text, wir haben auch Bilder, Tondateien, aber wir müssen uns klar machen, die sind ja alle als Code, als Binärcode repräsentiert und den können wir auch grafisch darstellen. Sie können ja mal ein x-beliebiges Bild von Ihrer Festplatte einfach mal mit einem Texteditor öffnen. Das habe ich gemacht. Ich habe hier den Hintergrund, der ja hier gerade auch das Bild umgibt. Den habe ich also in einem Texteditor geöffnet und so sieht das dann aus. Wir können das nicht wirklich lesen, aber wir könnten uns doch mal hier so einzelne Buchstaben mal rauslesen. Yarznepio, Tius Öge, Die Öre, ja, das klingt eigentlich fast so wie sowas hier. Fünfs, Böbetätsüeö, Pögö. Böbetätsüeö, Pögif. Ich sage jetzt nicht, was das ist. Es ist kein JPEG. Googeln Sie es doch einfach mal. Oder vielleicht kennen Sie es auch, diesen Text, berühmter Text übrigens, aus dem prädigitalen Zeitalter. Aber hier sehen wir, dass es also ganz interessante Schnittstellen gibt zwischen älteren experimentellen Texten und dem, was hier mit Computerhilfe dann auch generiert werden kann.
Was wir hier sehen, ist übrigens das, was Bolter und Grusin als das entscheidende Merkmal von neuen Medien bestimmt haben, nämlich die Möglichkeit der Remediation, die Möglichkeit, ein Medium in ein anderes zu überführen. Und das geht im Digitalen ganz einfach, weil jedes digitale mediale Artefakt einfach codebasiert ist. Es hat eine codebasierte Verfasstheit, weswegen wir eben mit sehr einfachen technischen Möglichkeiten Bild in Text, Text in Bild, Bild in Ton, Ton in Text und so weiter verwandeln können. Ja? Remediation, also die Umsetzung in andere Medien. Gut, das sind also alles Beispiele, an denen man sehen kann, was Lobin jetzt so beschreibt. Die Digitalisierung hat uns die Unmittelbarkeit im Umgang mit der Schrift genommen und mit dem Computer ist ein weiterer Akteur auf die kulturelle Bühne getreten. Der Computer, so haben das Kay und Goldberg schon in einem älteren Text von 1977 beschrieben, ist ein Dynamic Medium for Creative Thought. Wir können ja also mit dem Computer, wenn wir ihn zum Schreiben, zur Textverarbeitung benutzen, alles Mögliche machen. Aber Kay Goldberg hatten die Vision damals in den späten 70er Jahren, es tatsächlich nicht nur für reine zweckgebundene Anwendungszwecke zu verwenden, sowas wie Rechnen und für irgendwelches Verarbeiten von Signalen, die einkommen und Kontrolle von Maschinen, sondern ihre Idee war tatsächlich, den Computer gerade mit seiner Fähigkeit zur Remediation als Medium für kreatives Denken zu benutzen. Und die hatten dann auch die Idee, Screens, also Bildschirme, zusammen mit solchen Bedienungsdevices wie Joysticks, Tastaturen und auch so eine Art Touchpad, so ein Writing Board und so weiter zu verbinden. Das war damals natürlich alles reine Vision, weil es technisch noch nicht umgesetzt werden konnte. Aber wie Smartphones, Tablets, Laptops und so weiter heute funktionieren, ist damals schon vorgedacht worden von Kay Goldberg. Unfassbar inspirierender Text, müssen Sie sich unbedingt mal anschauen. Und Lobin formuliert weiter, nicht nur der Mensch ist Akteur der Schrift, sondern auch die Maschine. Nicht nur die Schrift ist das, was den Text ausmacht, sondern auch die Fläche. Und nicht nur ich bin es, der schreibt, sondern auch andere. Und damit ist jetzt genau das Feld eröffnet, mit dem wir uns in der Vorlesung beschäftigen wollen. Wir wollen uns also anschauen, unter dem Titel Unkreatives digitales Schreiben, dass digitale Technologien disruptive Potenziale haben für die Praktiken und Produkte kreativen Schreibens. Was meine ich mit Disruption? Passend zu dem neu ins Leben gerufenen Forschungsverbund TUDISC. Disruption and Societal Change meint Disruption, sowas wie kreative Zerstörung. Etablierte Routinen werden aufgelöst, zwingen uns dann aber dazu, was Neues zu generieren. Und natürlich fordern digitale Technologien kreatives Schreiben heraus. Es ist eben nicht mehr so, nur noch der eine genialische Autor, die eine genialische Autorin, die dann handschriftlich ihre genialen Ideen zu Papier bringt, sondern da sind auch andere Praktiken und Techniken involviert und die bringen eben auch neue Praktiken, aber auch neue Produkte kreativen Schreibens hervor. Um das gleich mal fortzuführen, wir können es auch so formulieren und was habe ich gemacht? Ich habe das Ganze bei DeepL ins, glaube ich, Ungarische übersetzt und dann wieder ins Deutsche zurück übersetzt und dann wird aus den disruptiven Potenzialen das Umwälzungspotenzial. Ich bin dann übers Japanische gegangen. Und dann wird daraus digitale Technologien und ihr Potenzial, Praktiken und Produkte des Schreibens zu verändern. Also wieder ein bisschen anders. Und dann ging der Weg über das Spanische hierhin, digitale Technologien und ihr Potenzial, kreative Schreibpraktiken und Produkte zu verändern. Immer in Nuancen anders. Also was ist der Unterschied zwischen Praktiken kreativen Schreibens einerseits und kreativen Schreibpraktiken andererseits? Darüber kann ich jetzt nachdenken, aber die Idee
Darüber nachzudenken kam daher, dass ich den Computer für mich habe paraphrasieren lassen. Genau, und das eben umrissene Thema wollen wir uns in der Vorlesung vornehmen in verschiedenen Perspektiven. Wir interessieren uns für Technologien, Praktiken des unkreativen digitalen Schreibens in drei Domänen, nämlich Journalismus, in Bildung und in der Literatur. Wir wollen uns beschäftigen mit historischen Entwicklungen, technischen Grundlagen, mit Anwendungsbereichen und auch mit gesellschaftlichen Auswirkungen und Deutungen dieser Entwicklungen. Und ich habe Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Disziplinen eingeladen, aus der Linguistik natürlich, meinem Fach, aber auch aus der Kommunikationswissenschaft, aus der Rechtswissenschaft, aus der Literaturwissenschaft und wir haben auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Kunst als Rednerinnen gewinnen können. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Überblick geben über das Programm. Wir beginnen mit Klaus-Michael Schlesinger aus Stuttgart, der einen historischen Exkurs machen wird, literarische Textgeneratoren im historischen Kontext, denn die Idee, automatisiert Texte zu generieren, ist natürlich so neu nicht. Er schlägt vor, bis ins Jahr 1842 zurückzugehen und wird dann uns zeigen, was es für Etappen gibt in der Entwicklung. Manfred Steder von der Uni Potsdam wird dann aus einer computerlinguistischen Perspektive uns einen Einblick geben in die technisch-informatischen Grundlagen der automatisierten Textgenerierung, auch ein bisschen in historischer Perspektive. Wie hat man es früher gemacht? Wie macht man es heute und wie wird man es möglicherweise in 10 Jahren tun? Und dann habe ich Wiebke Losen eingeladen, Kommunikationswissenschaftlerin vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Sie wird uns berichten über Formen des sogenannten datafizierten Journalismus, also wie verändert sich Journalismus in einer digitalen Gesellschaft, wo wir mit so großen Datenmengen und auch Techniken der Datenauswertung konfrontiert sind wie nie zuvor. Und dann Anne-Lauber-Rönsberg, Kollegin hier von der TU Dresden. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und sie wird die vorhin schon thematisierte Frage nach KI, Kreativität und Urheberrecht aufwerfen und zeigen, welche Probleme sich ergeben und auch welche Möglichkeiten sich für die Rechtsprechung möglicherweise auftun. Dann kommt Theresa Heidt von der Universität Greifswald, Anglistin und Soziolinguistin. Sie spricht über Algorithmic Imagery. Da geht es darum, wie eigentlich digitale Texte erfahren werden. Also hier spielt mehr die gesellschaftlich-soziale Deutung von Algorithmen und ihren Produkten im Bereich von Text, aber auch im Bereich von Bild eine Rolle. Dann Alexander Lasch, geschätzter Kollege hier von der TU Dresden, von der Schwesterprofessur für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Er thematisiert Praktiken des kollaborativen Schreibens in Lernsettings mit solchen Tools wie Miroboard oder auch Google Docs, Scriptpad. Wir haben alle Erfahrungen damit gesammelt. Und wie kann man das nutzen? Und was ändert sich auch für unser Verständnis von Lehre und Lernen durch solche Technologien? Niels Hörmann von der LMU München, Kommunikationswissenschaftler, wird uns einen Einblick geben in automatisierten Journalismus, also nicht nur verdateter, sondern tatsächlich automatisierter Standardjournalismus, wenn zum Beispiel Spielberichte oder Börsenmeldungen oder Ähnliches komplett automatisiert erstellt werden. Wie werden diese Techniken eingesetzt und vor allem auch, wie werden sie eigentlich rezipiert durch die Leserinnen und Leser? Und dann kommen wir im zweiten Teil der Vorlesung zum Bereich Literatur. Ich freue mich sehr, dass Hannes Bajor und Gregor Weichbrod zu Gast sein werden. Das sind ganz wichtige Protagonisten in der genuin digitalen, sprich automatisiert generierten Literatur. Sie sprechen über digitale konzeptuelle Literatur, machen also den Gedanken stark, dass es sich um eine Form von Konzeptkunst handelt, wenn mit digitalen Algorithmen gearbeitet wird. Die beiden haben ganz
tolle Arbeiten vorgelegt in den letzten Jahren, vor allem auch im Frohmann Verlag publiziert. Und sie haben die Textstelle ins Leben gerufen, eine Stelle, wo so eine Sammlung von Ressourcen, Textsammlungen, die wir nutzen können, um selber Texte, literarische Texte zu generieren. Nick Montfort wird sprechen über Literatur und Computerkunst. Nick Montfort ist Kommunikationswissenschaftler, aber vor allem auch ein Digital Poet. Er schreibt also Programme, die dann wiederum Gedichte und Romane schreiben. Sehr empfehlen kann ich das Buch Megawatt. Recherchieren Sie mal nach Nick Montfort, Megawatt. Da wird der Roman Watt von Samuel Beckett genommen und das Programm generiert vollkommen automatisiert quasi eine Fortsetzung dieses Romans. Und der Quelltext, den können Sie sich runterladen und können dann selber auch diesen Roman generieren. Wunderbares Werk. Dann habe ich in der letzten Weihnachtssitzung, das richtet sich vor allem an die Studierenden, ein Special geplant, Uncreative Christmas. Wir wollen die bis dahin kennengelernten Techniken und Praktiken und auch Tools des unkreativen Schreibens selber anwenden beim Thema Weihnachten. Also Weihnachtslieder automatisiert verfremden oder Texte generieren lassen, ergänzen lassen zum Thema Weihnachten. Die Ideen sind unbegrenzt und es soll dann in dieser Sitzung eine Art weihnachtliche Lesung dieser Texte geben. Wir machen danach den Weihnachtsferien weiter mit Berit Glanz, Schriftstellerin, nunmehr aus Reykjavik, Island. Sie spricht über Intertextualität in der kreativen Textarbeit mit neuronalen Netzwerken. Wir hatten ja schon gesehen, neuronale Netzwerke sind trainiert auf der Basis von Corpora, weswegen die Outputs auf eine ganz interessante Art und Weise immer intertextuell vernetzt sind mit diesen Vorgängertexten. Und das Ganze wird sie am Beispiel ihres Projektes Machine Writing, Nature Writing machen. Dann kommt Alison Parrish. Alison Parrish ist eigentlich die Erfinderin, könnte man sagen, kreativer Twitter-Bots. Ich selber bin großer Twitter-Bot-Fan. Ich habe auch selber einige programmiert, genauso wie Hannes Bajor und vor allem Gregor Weichbrot. Also Twitter-Bots, die in irgendeiner Weise Text remixen, generieren und schöne kleine unnütze Texte in die Welt setzen. Alison Parrish hat dieses Genre quasi erfunden und hat aber auch viele andere Dinge gemacht, ist auch Game Designer und insgesamt sehr aktiv im Bereich des Creative Coding, also Programmieren in kreativen Kontexten. Und sie wird sprechen über Word Vectors. Das ist ein Verfahren, was vor allem in informatischen und auch ingenieurstechnischen Kontexten verwendet wird, wird unter anderem benutzt, zum Beispiel bei dieser automatisierten Textergänzung von Google, ja, und sehr viel beruht auf sogenannten Word Embeddings, vektorbasierten semantischen Räumen. Und Alison Parrish wird zeigen, wie man das für kreative Kontexte repurposen kann. Ja, und dann kommt das große Finale als Höhepunkt am Ende Katrin Passig, Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin. Sie wird sprechen über unsichtbares digitales Schreiben. Schauen Sie sich doch gerne mal den Abstract an auf der Homepage. Es geht um, wie das Rascheln vom Igel im Gebüsch. Wunderbare Metapher. Wofür genau? Lesen Sie bitte einfach selbst nach. Ich möchte noch einen weiteren Literaturtipp geben. Ganz frisch erschienen ist der aktuelle Sonderband der Literaturzeitschrift Text und Kritik von Hannes Bajor und Annette Gilbert herausgegeben über digitale Literatur. Das ist ein Zufall, dass ein guter Teil der dort vertretenen Autorinnen und Autoren auch auf der Rednerliste für diese Ringvorlesung steht. Eine Koinzidenz, aber da können Sie auch noch ergänzend nachlesen, vor allem für die Literaturapplikationen von solchen digitalen Technologien.
Ich möchte kurz erwähnen, was wir nicht behandeln werden, was bestimmt interessant wäre, aber aus Zeitgründen musste ich es auslassen. Wir werden uns nicht beschäftigen mit Emojis, auch wenn sie das digitale Schreiben zweifellos maßgeblich prägen und natürlich auch kreativ verwendet werden können. Hier habe ich mal ein ganz berühmtes deutsches Gedicht versucht, als Emojis umzusetzen. Ich werde es nicht auflösen. Wir können es dann gerne in der Diskussion besprechen, was das wohl für ein Gedicht ist. Ein ganz berühmtes, wohlgemerkt. Jeder von Ihnen kennt es, jede von Ihnen. Mal gucken, wer es rausfindet. Wir werden uns auch nicht mit Memes beschäftigen, also Text-Bild-Kombinationen in ihrer populärkulturellen Bedeutsamkeit in der Netzkommunikation. Überhaupt das Thema Schreiben in Social Media werden wir eher klein halten zugunsten der anderen Themen. Ja? Wichtiges, tolles Thema, aber wir haben einfach keine Zeit dafür. Wir werden uns auch nicht beschäftigen mit der Wikipedia. Ich habe sie vorhin kurz erwähnt. Wikipedia ist natürlich auch eine tolle Tummelwiese für kreatives Schreiben. Und zwar vielleicht weniger die eigentlichen enzyklopädischen Beiträge als solche Dinge wie die Benutzerseiten. Also Wikipedianerinnen und Wikipedianer legen für sich selber Nutzerseiten an, wo wir nerdige, lustige, witzige, kreative, manchmal auch chaotisch und verrückte Selbstpräsentationen finden. Es wäre toll, sich damit zu beschäftigen, aber wir müssen es leider auslassen. Ich möchte erwähnen den bereits gezeigten, bereits erwähnten und kurz angeteaserten Blog, der begleitend zur Vorlesung geführt und gepflegt und erweitert werden soll, uncreativehypothesis.org. Gedacht ist es so, dass dort Dokumentationen der Vorträge erscheinen. Das wird eine Möglichkeit sein, für Studierende Prüfungsleistungen zu erwerben. Eine Idee, die ich von Kolleginnen und Kollegen von der Uni Köln habe. Das Digital Humanities Colloquium macht das seit vielen Jahren. Tolle Sache. Das wird es also geben. Und da können auch unsere gesammelten Uncreative Writings publiziert werden. Also unsere eigenen Experimente mit unkreativen Schreibtechniken, wie eben InfoKit und so weiter. Ich möchte es einmal kurz zeigen. Das ist der Blog. Und hier habe ich mal erste Versuche gemacht, mal alle Wörter aus diesem Veranstaltungskommentar nach Länge sortiert, beginnend von den kurzen bis zu den längeren. Ich habe sie alphabetisch sortiert und so einen neuen Text produziert. Dann finden wir solche schönen Dinge wie technologischen Textualität Tools transformiert und. Und ich habe mal alle Leerzeichen rausgenommen, einfach eine lange Buchstabenkette, dass es auch optisch, ja, als so eine monolithische Bleiwüste auch nochmal einen ganz neuen Charakter gewinnt. Dass man nur drei ganz einfache digitale Techniken des unkreativen Schreibens, wo es aber Spaß macht, sich jetzt über diese neuen ästhetischen Produkte Gedanken zu machen. Und hier finden Sie eben, wie angekündigt, die Texte, die ich automatisiert produziert habe. Mein herzlicher Dank gilt dem Schaufler-Lab at TU Dresden, die sich beteiligt haben bei der Organisation, auch mit finanzieller Unterstützung und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. Da ist auch aktiv geworden eben die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften der TU Dresden. In persona war das Betty Baumann, die das tolle Plakat designt hat. Mein herzlicher Dank an alle Beteiligten. Das ist die Bibliografie für heute. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Für die Studierenden gibt es noch nähere Infos zu Prüfungsleistungen in der Diskussion. Ansonsten freue ich mich sehr auf die kommenden Vorträge und hoffe, Sie dort zahlreich begrüßen zu dürfen. Laden Sie gerne noch weitere Interessierte ein. Die Vorlesung ist öffentlich. Vielen Dank. Tschüss.